Hi zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute ist Fabian bei mir zu Gast und wir drehen zusammen ein paar Videos und heute wollen wir über unsere Lieblingsobjektive sprechen. Ihr seht hier auf dem Tisch ein Riesentele, ein etwas kleineres großes Tele und noch ein kleineres Teleobjektiv. Fabian, was ist aktuell dein Lieblingsobjektiv? Ja, ich glaube, es ist interessant und anders, als viele Leute es wahrscheinlich denken würden, weil ich besitze ja auch das 600 F4 hier, das große, das da liegt und auch ab und zu noch mit Konverter. Sicher super, wenn man eben Vögel, vor allem kleine Vögel halt fotografieren möchte, wenn man Vögel hat mit einer größeren Fluchtdistanz und so weiter. Aber ich muss sagen, mein Lieblingsobjektiv ist eigentlich mittlerweile das 100 bis 300er geworden. Krass, warum? Es ermöglicht mir halt einfach irgendwie, die Tiere mehr mit der Umgebung zu zeigen, mit dem Habitat, in dem sie leben. Ja. Und ich habe vorher das 100 bis 500er manchmal genutzt. Ja. Das natürlich deutlich kompakter ist, ein Bruchteil davon kostet. Aber was mich bei dem immer irgendwie gestört hat, war die Hintergrundauflösung. Mhm. Bei kleinen Vögeln kein Problem, wenn man reinzoomt. Aber gerade wenn du mit, sagen wir, 200 mm fotografierst und du hast dann je nachdem Steinböcke oder so, der Hintergrund ist halt dann nicht mehr so schön. Und hier haben wir halt Blende 2.8. Ja, das ist ein Argument. Wie kommst du mit dem Gewicht zurecht? Weil es ist ja dann doch ein Unterschied zum 100-500er, gerade wenn du in den Bergen wandern bist. Ja, absolut. Also, wenn ich jetzt in den Bergen unterwegs bin, nehme ich das 600er gar nicht mehr mit. Mhm. Und da hatte ich immer Mühe, das 600er sonst zu Hause zu lassen. Ich habe es einsam mal mit dem 100 bis 500er gemacht und dann aber auch wieder bereut. Ja. Und hier habe ich jetzt wirklich die letzten Male nur das mitgenommen, einfach noch mit den Konvertern. Okay. Und ich muss sagen, 1,4-fach-Konverter funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja. Man sieht so ein bisschen chromatische Aberrationen, aber nicht störend, finde ich. Ja. Und ich sehe es auch mehr im Winter, weißt du, wenn du den Schnee noch hast von hinten und Sommer nie Probleme gehabt. Zweifach-Konverter sieht man ein bisschen. Was heißt das? Die Schärfe, also die Schärfe, lässt nach. Also das 100 bis 500er ist da schärfer. Krass. Okay. Aber jetzt, also weißt du, mit 100 bis 500er ohne Konverter gegen das 100 bis 300 mit dem Zweifach. Aber wenn man ein bisschen abblendet, gewinnt es wirklich wieder an Schärfe. Und ich finde selbst offen, vielleicht kennst du das bei Konvertern, es ist einfach nicht jedes Bild gleich scharf. Es ist noch schwierig zu beschreiben. Manchmal klappt es wirklich sehr gut und es sieht super scharf aus. Und manchmal einfach so, ist man ein bisschen enttäuscht. Ja. Also ich glaube, wenn man das Objektiv kauft und viel im Zweifach-Konverter benutzt, dann würde ich sagen, macht nicht so Sinn, ehrlich gesagt. Okay. Also ich finde, das wirklich spielt seine Stärke aus durch diesen 100 bis 300er Range und dann halt mit dem 1,4-fach-Konverter noch auf 420. Ja. Und ich hatte ja früher das 70-200er 2.8 und das war mir eben immer zu kurz. Okay, also und das 100 bis 500er war mir dann von der Länge her viel besser, aber zu lichtschwach. Okay. Und heißt das eigentlich perfekt. Aber würdest du dann schon sagen, dass die meisten Fotos, wenn das 70-200er zu kurz war, im Bereich zwischen 200 und 300 mm entstehen? Es kommt ein bisschen auf die Tierart drauf an. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei Eichhörnchen zum Beispiel oder bei den Schneehühnern war ich meistens zwischen 200 und 300. Bei den Steinböcken bin ich mir nicht ganz sicher. Da hatte ich auch mehrere Tiefe und ich habe einfach die Flexibilität gern. Ja. Insgesamt benutze ich es wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, vielleicht zu 70-80%, vielleicht 70% zwischen 200 und 300. Okay, doch so viel. Denke ich schon, aber es sind halt die Momente, wo man rauszoomen kann, die super sind. Ja. Und wenn ich einen 300er Festbrennweite hätte und einen 70-200er, hätte ich wieder das Problem von zwei Objektiven. Ja, also Flexibilität ist natürlich ein großer Pluspunkt und das verstehe ich, dass das natürlich auch... Ist es dein meistgenutztes Objektiv? Ich habe es erst in einem halben Jahr. Ja. Und ich würde sagen, in diesem halben Jahr war es wahrscheinlich 50-50 zwischen, also für die Tierfotografie. Ja. Fast 50-50 zwischen dem 100 bis 300er und dem 600er F4. Ich habe noch ein bisschen was mit kürzeren Brennweiten gemacht, aber so im Telebereich, ich würde sagen 50-50. Auch weil ich mich ein bisschen herausfordern wollte. Ich wollte es ein bisschen testen. Ich habe dir die Bilder von den Steinböcken gezeigt, von den Schneehühnern. Ich wollte ein bisschen wegkommen von diesen formatfüllenden Aufnahmen. Ja. Und das finde ich immer witzig, weil das Lieblingsobjektiv muss ja nicht immer das Objektiv sein, mit dem man am meisten fotografiert. Ganz im Gegenteil. Ne? Manchmal ist das so ein ganz spezielles Objektiv für genau diesen einen Anlass. Aber klar, ich meine, das 100-300er ist schon so ein Allrounder für dich einfach. Und ja, genau. Du kommst aus der Schweiz, du bist viel in den Bergen. Da verstehe ich, dass du lieber einerseits dieses Bergpanorama mit einfangen möchtest, mit Tier, und dass dann das zu viel Brennweite ist. Das geht mir ja auch so, dass das 600er, das ist mega für Porträts und kleinere Tiere,
Aber manchmal ist es halt dann auch zu viel. Und es ist eben, ich glaube, das ist vielleicht gewissen Leuten nicht ganz klar. Es ist nicht das Gleiche, ob du einfach weiter weggehst und mit dem 600er das Tier kleiner ins Bild nimmst oder ob du es schaffst, dass du dich ans Tier näherst. Oder manchmal nähern sich die Tiere ja auch zu dir. Das ist ja das Allerbeste. Ja. Geht, finde ich, mit Wasservögeln sehr einfach, wenn du dich hinlegst und die kommen näher. Und dann mit einer kurzen Brennweite, du hast einfach viel mehr vom Habitat drauf. Ja. Ist auch ein schönes Objektiv, muss ich sagen. Ja, das Einzige, was komisch ist, dreh nochmal den Fokusring. Hörst du dieses Geräusch? Ja. Nicht Fokusring, ich meine den Zoomring, das ist das Einzige, was ich komisch finde. Dieses Kratzen? Ja, aber ich hatte das bei beiden Objektiven, das ist anscheinend normal. Ich hatte das auch schon als das, was war das? Das 1435er, als das ganz neu war, da hatte sich das genauso angehört. Also das muss so ein bisschen verschleißen, damit es sich normal anhört. Dann setze ich es noch ein bisschen mehr ein. Ja, aber es ist ein ganz anderes Objektiv und ich glaube, es gibt Orte, eben da würde ich jetzt nur mit dem hingehen, zum Beispiel die Berge. Ja. Gleichzeitig gibt es andere Orte, da würde ich, käme ich gar nicht auf die Idee, zum das mitnehmen, weil ich einfach weiß, ich brauche Brennweite. Ja. Und wie du sagst, aber ich mag einfach den Look extrem. Ja, es geht ja hier jetzt auch um das Lieblingsobjektiv, von daher kann ich absolut nachvollziehen. Du gerade weil es mir auch so geht. Also das 600er ist toll, das ist ein mega tolles Objektiv, macht Spaß, aber es ist halt auch riesig und schwer. Und mir geht es genauso wie dir. Also das Tier im Habitat einzufangen und zu zeigen, das ist mit das Schönste, was man machen kann. Für mich so die Königsdisziplin. Ja, ja, absolut. Irgendwie Lichtstimmung, Bergpanorama, da denke ich halt auch jedes Mal dran. Und deswegen habe ich ja auch eine kürzere Brennweite. Und zwar 135 mm. Das ist relativ neu, oder? Das ist relativ neu und es ist halt eine Festbrennweite, wo man erstmal denkt, boah, da bist du überhaupt nicht flexibel. Wie setzt man das ein? Aber ich habe das letztes Jahr in Skandinavien testen dürfen und darauf habe ich es mir direkt gekauft, weil einmal das angefasst und damit fotografiert, man will es einfach haben. Man kann es im Makrobereich nutzen. Es hat eine 1,8er Blende, wir können nachts fotografieren. Jetzt habe ich in Skandinavien auch wieder ganz viel damit gemacht. Letztes Jahr habe ich Papageitaucher damit fotografiert. Egal wie spät es ist, wir können es irgendwie noch nutzen. Egal wie schlecht das Wetter ist, wie dunkel es ist, wir können es nutzen. Die Auflösung ist der Hammer. Und letztendlich ist es ja genau das, was du schon erzählt hast. Ja, ich denke, es ist wie noch ein Stück extremer, weil wir haben noch mehr als eine Blende mehr, also einen Drittel Blenden, wenn ich richtig rechne, an Licht, das reinkommt. Ja. Die Abbildungsleistung wird vermutlich noch besser sein, das Bokeh sicher noch schöner. Hast du schon mal mit Flares irgendwas gemacht mit dem? Ja, relativ viel experimentiert. Es sieht wunderbar aus. Man hat oft das Problem, dass man, wenn man mit Flares arbeitet, dass man dann mit der Offenblende halt zu viel Licht hat. Ja. Und man eigentlich einen Graufilter oder einen ND-Filter vorne draufschrauben müsste. Den habe ich aber natürlich nicht. Ja. Von daher vielleicht einer dieser wenigen Minuspunkte von dem Objektiv. Aber ist natürlich auch kameraabhängig, muss man jetzt sagen. Ich meine R3 zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was das kann man da, eine 64.000stel Sekunde oder so? Irgendwie sowas. Ich glaube sowas. Ja. Und die R5 ist da halt einfach noch ein bisschen limitierter. Also kommt auf die Kamera. Daran liegt es nicht am Objektiv. Nee, aber trotz Festbrennweite ist es einfach in meinen Augen extrem flexibel, weil wir Makros machen können, also Pseudo-Makros, Close-Ups machen können. Wir können Tiere wunderbar damit fotografieren. Wir können uns kreativ austoben aufgrund der Offenblende. Wir haben ein wunderschönes Bokeh. Und ich habe zwar jetzt nicht den Zoom, aber ich kann natürlich dank der R5 mit 45 Megapixeln einfach reinschneiden Bild hinein. Und dann komme ich schon so auf meine 200, 300 Millimeter. Aber mir fehlt dann doch was zwischen 400 und beziehungsweise so 350 bis 600 mm. Da fehlt einfach was. Da wollte ich eben gleich fragen, ob du da eben noch, da hast du da gar nichts, oder? Ich habe das 100-400er, Blende 8, das RF. Ja. Aber das ist halt kein richtiger Ersatz. Und das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem. Genau. So ziemlich. Ganz genau. Und da bin ich halt wirklich schwer am Überlegen, was machst du? Das Spielgeld ist leider noch nicht da, um mir jetzt noch ein zweites Supertele zu holen. Ich würde gerne wissen, wie groß der Unterschied zwischen 300mm 2.8 und dem 400mm 2.8 ist. Ja. Von der Auflösung her, des Hintergrundes und wie groß das Objekt dargestellt wird. Das würde ich super gerne mal testen. Da muss ich Canon mal anfragen demnächst, ob sie Zeit haben. Das würde mich auch interessieren. Ich habe auch schon mit 400 2.8 fotografiert, jetzt auch in den Bergen. Ja. Viel mit dem 100 bis 300er, aber nie beide parallel und eben für mich, ich fand das halt spannend, weil, wie du selber sagst, man kann noch ein bisschen croppen
Und dann kann ich von 300 mm noch ein Stück reinkroppen. Ja. Ich kann den Konverter noch nehmen. Und dann ist die Lücke zum 600er nicht mehr so groß. Du hast natürlich durch die Festbrennweite eine größere Lücke. Ja. Oder? Ja. Aber das ist jetzt wieder eine andere Baustelle. Ja. Es wäre sehr spannend eigentlich, wenn wir mal die Objektive tauschen würden für Wir müssen einfach auf Tour gehen. Ja. Leider ist Fabian auf der Durchreise nach Skandinavien jetzt. Aber vielleicht auf der Rückreise. Vielleicht schaffen wir es ja. Das wäre cool. Dass du hier nochmal eine Pause machst und wir dann einen Tag mal auf Fototour gehen. Es wird mich natürlich auch reizen, dieses Objektiv mal auszubauen. Sind sicher beides ein bisschen speziellere Objektive, nicht die ersten, an die man denkt, wenn man an typische Objektive für Tierfotografie denkt. Aber ich finde, die haben wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass das schon auch so ein bisschen einen sehr speziellen Bildlook gibt. Auf jeden Fall. Aber spannend, dass es beides so in dieselbe Richtung geht. Für viele von euch ist wahrscheinlich auch ein 70-200er einfach vom Look her mit das schönste und Lieblingsobjektiv von euch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, welches Objektiv für euch der Favorit ist. Vielleicht auch, welches ihr am häufigsten nutzt, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Ansonsten freuen wir uns, von euch zu hören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.